Der BMW 507 der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley ist zurück. Am 11. Mai 2017 feierte das BMW-Museum anlässlich der Restaurierung des Kultautos die Eröffnung der Sonderausstellung The Rock'n'Roll Phoenix Elvis BMW 507. Die Gäste erwartete an diesem Abend neben dem restaurierten BMW 507 des King eine Liveband, die 50er Jahre musikalisch wieder aufleben ließ, mitreißende Tanzeinlagen sowie interessante Talks von Zeitzeugen und dem technischen Kompetenzteam der BMW Group Classic. Der BMW 507 von Elvis Presley ist kein Unbekannter im BMW-Museum. Bereits 2014 konnten Besucher den in die Jahre gekommenen Roadster kurz nach seiner Wiederentdeckung und Überführung in den Besitz der BMW Group Classic besichtigen. Stark demoliert und verrostet, nach seiner jahrzehntelangen Lagerung in der Kürbisscheune des amerikanischen Raumfahrtingenieurs Jack Caster. Dabei hat diese Roadster eine bewegende Geschichte unter den 8 Lackschichten zu erzählen. Der legendäre BMW 507, von den insgesamt nur 251 Stück und 3 Prototypen gebaut wurden, ist auf der IAA 1955 in Frankfurt erstmals vorgestellt worden. Mit einem dieser seltenen Fahrzeuge, dem Roadster mit der Fahrgestellnummer 70079, bestritt Rennfahrerlegende Hans Stuck Senior erfolgreich mehrere Bergrennen, darunter auch das legendäre Rossfeldrennen. Bereits 1958 wechselte eben dieses Fahrzeug den Besitzer. Der King of Rock'n'Roll erstand in seiner Zeit als GI in der Bundesrepublik den eleganten Roadster. In dieser Zeit ließ Elvis Presley den weißen Sportwagen in der Farbe Rot lackieren. Über die Zeit in den Vereinigten Staaten ist wenig bekannt. Sicher ist, dass der BMW 507 mit der besonderen Fahrzeugnummer wieder bei Rennen eingesetzt wurde, weitere Neulackierungen erhielt und seinen Originalmotor aus Elvis-Zeiten sowie einige originale Bauteile verlor. Die Dokumentation des außergewöhnlichen Restaurierungsprozesses können die Besucher des BMW-Museums in der Ausstellung The Rock'n'Roll Phoenix Elvis BMW 507, die das BMW-Museum bis zum 22. Oktober 2017 zeigt, besichtigen. Neben dem ausgestellten BMW 507 von Elvis Presley und einem Dokumentarfilm zur außergewöhnlichen Restaurierung präsentiert die Ausstellung in deiner Atmosphäre viele Bilder aus dem Leben des Fahrzeugs sowie Archivalien von Elvis-Sammlern, darunter Filmplakate mit Elvis Presley oder dessen GI-Uniform.